Hey Leute, ich bin der Bruger und wir spielen heute ein bisschen Claire. Das ist ein Horrorspiel von den Hailstorm Games auf Steam. Und das ist mein neues Horrorspiel, das ich spielen werde. Nein, Boogeyman kommt nicht mehr. Diesen Scheiß mache ich nicht mehr. Naja, ich würde sagen, wir fangen ein neues Spiel an. Es hat so ein bisschen was von Lone Survivor, habe ich gelesen. Hallo? Ah, so geht das. Ich kann es nur mit dem Analogstick lenken, nicht mit dem Steuerkreuz. So ein bisschen wie Lone Survivor und Silent Hill habe ich gelesen, ja. Also es ist mehr so ein atmosphärisches Creepy-Horror-Spiel, aber wir sehen mal. Schnell, ich brauche eure Hilfe! Der Purple Friendship Bear, ich helfe dir, Claire. Wenn wir alle unsere Kräfte benutzen, dann können wir vielleicht das magische Portal zurück zum Süßigkeitenpalast öffnen. Es ist nicht genug, wir brauchen mehr Power. Der blaue Harmoniebär. Ha, vielleicht brauchst du ein bisschen von meiner Harmonie. Blauer Harmoniebär! Der Purple Friendship Bear. Du hast es geschafft! Ich will euch Jungs doch nicht einfach den ganzen Spaß alleine haben lassen! Es funktioniert! Der, Gummy Palace, der Gummibärchenpalast, wir kommen! Oh, Green Bitterbär. Wo wart ihr Leute denn? Oh, oder wo geht ihr hin? Oh nein! Warum war ich nicht eingeladen? Fang jetzt nicht mit diesem Mist an, Bitterbär! Du machst das immer. Leute, das Portal kollabiert. Claire, nicht jetzt. Hört auf zu kämpfen, Leute. Zurück, Blau. Leute? Claire, halt jetzt die Klappe. Wir können so nicht weitermachen. Es ist vorbei. Ich habe meine Entscheidung getroffen. Ende der Diskussion. Ende der Diskussion? Nein, nein, nein. Ich denke nicht. Oha. Hä? Mami? Daddy? Ethan? Oh. Steckt sich unter Bett oder... Da. Ich hau ab. Komm, ich kann springen. Ich kann ganz crazy hüpfen. Und ich kann hier raus, oder? Ja, ich kann's nicht drehen. Es öffnet sich nicht. Oh. Was? Nein. Was? Ist das ein Poltergeist? Da zieht mich irgendwas weg. Mom, Dad? Okay. Alles klar. Da stehen hier überall Lego-Burgen rum. Mom, Dad, Ethan. Oh. Die Haustür. Ich brauche Mami und Daddy. Kann ich Gegenstände aufheben? Eine Notiz. Wo habe ich die denn? Notes. Lieber Nikolaus. Lieber Nikolaus, ich möchte zwei Dinge. Also Weihnachtsmann, ja. Erstmal möchte ich meinen blauen Harmony Bear. Lea möchte mich mit ihrem spielen lassen, bis ich eins werde. Was? Achso, bis ich einen bekomme. Until I get one. Der größte, den du finden kannst, den bring mir bitte. Ich möchte auch noch einen. Ich möchte auch noch, dass Daddy nicht mehr so oft weg ist. Claire und ich vermissen ihn. Und ich glaube, Mami vermisst ihn auch. Danke, Weihnachtsmann. In Liebe, Ethan. Oh. Da rollt ein Ball. Was ist denn hier los? Die Garage. Daddys Auto ist weg. Was für Riesenfalter da an der Wand hängen. Guck mal. Das ist schön. Schönes Spiel bisher. Boah, die Toilette, wie sieht die denn aus? Der putzt ja auch keiner mehr, ne? Weil ich das Mami so ein bisschen... Ich glaube, einfach so verarbeitet ein Kind, das Ganze. Das hat man ja schon öfter gehabt, sowas hier. Gott. Wenn man crazy hüpfen kann... Oh Gott. Ball. Warum verschwimmt hier alles? Mami, Daddy, wo seid ihr? Boah, guck mal. Oh! Claire, Süße! Alles wird gut werden. Claire? Achso, hä? Oh, ich sollte hier nicht mehr einschlafen. Irgendwie packt's mich hier jedes Mal. Meine Albträume, die geraten immer mehr außer Kontrolle. Oh, wie geht's dir, Mom? Alles gut? Naja, du siehst gut aus heute Morgen. Verdammt, ich habe meine Hausaufgaben nicht gemacht. Jedes Mal hierher zu kommen, macht mich echt fertig. Es tut mir leid. Ich bin gleich wieder zurück, ja? Ich hole mir nur ein bisschen Kaffee.
Ach, guck mal, sie ist jetzt eine erwachsene Frau. Oh, guck mal, wie ausdruckslos sie springt. Okay. Also storybasiert mag ich doch schon lieber, habe ich ja gesagt bei Boogeyman. Es ist halt immer so... Ah, so dreckig. Oh, kann ich rennen. Bin Burst of Speed. Ja, es ist immer halt dieses Repetitive, immer dasselbe machen. Das ist scheiße. Irgendwas ist darin. Ich sollte... Was? Achso, da ist jemand drin. Es sollte mich nicht weiter kümmern. Oder ich sollte sie nicht weiter belästigen. Oh, eine Max Cell Battery. Ich versteck mich. Okay. Ja. Mal sehen, was hier raus noch wird. Oh, St. Barbara. Das ist Krankenhaus. Oh, guck mal, ich kann einfach gehen. Ich bleib mal hier. Das ist Mutti. Hm. Aha. Laternen markieren Räume, an denen man speichern kann. Das ist ja gut. Nett. Ein beruhigendes... Etwas Beruhigendes gleitet über Claire. Safe game. Oder irgendwas... Irgendein beruhigender Hauch gleitet über Claire. Oh, komm mal, ich kann sogar Anlauf nehmen und springen. Hui. Gut. Gut zu wissen. Ja, mit dem Gamepad ist das wahrscheinlich nicht so einfach. Da geht's... Da drin ist ein Fernseher. Ich entschuldige mich auch jetzt schon mal für meine sehr... Nicht sehr gute... Simultanübersetzung. Der gute Kaffee ist unten, und was? Achso. Leider sind meine Simultanübersetzungen oftmals nicht sehr gut. Also, ich kann mir meine Objectives im Journal angucken. Ja, ja. Hallo? Ah ja. Finde den Break Room, also den Pausenraum, und hol dir etwas Kaffee. Das ist mir viel zu happy. Mann, es ist draußen schon dunkel. Wie viel Uhr haben wir jetzt? Wahrscheinlich ist es schon ein bisschen spät, ne? Und sie ist schon ein Teenager, der sich um seine Mutter kümmert. Da ist jemand drin. Ich sollte sie nicht stören. Ich dachte eigentlich, es gibt deutsche Untertitel, aber da habe ich mich wohl geirrt. Ich sollte wahrscheinlich nicht hier drin sein. Und noch eine Maxwell Battery. Machen wir mal. Warte mal, hier geht's noch weiter. War ein Treppenhaus. Ich muss den Aufzug finden. Oh, Teddys. Sieht ein bisschen creepy aus. Und eine Zero-Cola. Ah ja. Klar, was? Zwei Batterien. Ich bin ruhig, ich bin gesund und habe null Schmetterlinge. Was sollte ich mit Schmetterlingen? No map available. Das ist hier eine Karte? Es kann alles Mögliche sein. Es sieht aus wie Kunst. Dann ist es alles Mögliche. Ja, immer so, so eine Sache damit. Oh, warte mal. Ist das vielleicht eine Map? Ich kann nichts machen. Ich weiß gar nicht. Finde ich irgendwann die Karte? Oder es ist ja ein bisschen wie Silent Hill hieß es. Dann gibt es natürlich auch wieder tausende verschlossene Türen. Nicht wahr? Von der anderen Seite verriegelt. Ja, es ist wie Silent Hill. Ich merke schon. Dass ich sehe die Parallelen. Oh. Kann ich die einfangen? Wieder Motten. Guck mal. Riesen fette Motten. Ekelhaft. Bin mir nicht sicher, wo das hinführt. Down, 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 down. Okay. Ah. Rickety old building. Altes Gebäude halt. Ah. Komm runter, Claire. Beruhig dich. Achso, das ist hier ihr Telefon. Hallo? Wer ist da? Aufgehängt. Aufgelegt. Ich brauche wirklich Kaffee. Das Gefühl kenne ich, Claire. Das Gefühl ist allgegenwärtig. Quasi nicht nur imminent, sondern ständig. Diese Plakette... Achso, hier steht... was? Commemorate the Founding. Achso, da steht halt die Gründung dieses... Oder der Bau. Ne, der Bau dieses Hospitals wird hier beschrieben. Oh, nein, ich will mich nicht schlafen legen. Kaffee, Mädchen, Kaffee. Okay, das führt ins andere Gebäude. Der Luftschacht führt mich ins Exit. Das ist ja gut. Mädchen, aber laufen ist nicht so deine Stärke, ne? Schnell laufen, lang laufen. Aber dafür kann sie crazy oder umspringen, du. Das ist immer gut. Nice talent to have.
Soll das Kunst sein wieder mal? Oder sind das irgendwelche... Oh. Das Wasser hier schmeckt wie Dreck. Und das ist nicht der Weg zum Kaffee. Gibt's hier Kaffee? Kaffee! Lass mich mal gucken. Mokka mit Karamellcreme und Mini-Marshmallows. Hm. Ja, es sind noch ein paar Stunden, bevor die Schule anfängt. Ich sollte zurück zu Mom. Hm? Ich vermisse es, in meinem eigenen Bett zu schlafen. Ihr Vater ist wohl abgehauen als Kind. Und es ist eine lange Memo über jemanden, der Seife gestohlen hat. Ich habe keine Ahnung. Wie wäre es mit Hausaufgaben? Nee, ich sage, ihr Vater ist abgehauen. Vielleicht ist ihr Bruder noch zu klein. Und das sind alles so Mutmaßungen jetzt. Es kann sein, dass sie halt sich um ihre Mutter alleine kümmern muss, die schwer krank ist und wahrscheinlich auch nicht mehr so lange leben wird, vermute ich jetzt einfach mal. Ich sollte mit meinen Hausaufgaben anfangen, schätze ich. Hm, hä? War ganz schön schnell. Das sieht nicht aus wie, das richtige Stockwerk. Habe ich den falschen Knopf gedrückt? Wie hab ich... Hä? Was war das? Oh! Das ist unheimlich. Ich hab doch Kaffee geholt. Bitte hilf mir! Oh Gott! Warum kann ich mich nicht bewegen? Was ist das für ein Ding? Ah, lass mich los! Ah, was ist das? Hör auf! Ein Hundchen! Helf mir, Hundchen! Wie? Hundchen! Wo bist du hergekommen? Hundchen! Helf mir bitte! Boah, was ist das für ein Teil? Das ist ja ekelhaft. Schau mal ab hier. Bitte lass mich gehen. Nein. Nein, mein Telefon ist kaputt. Alles, was ich habe, ist dieses Feuerzeug. Anubis, du hast mich gerettet. Anubis, ernsthaft? Oh. Aber von woher bist du gekommen? Ist ja egal. Wir sind hier nicht sicher. Uff. Folge mir. Und geh nicht weiter oder hau nicht ab. Ich kann nicht sehr weit sehen mit diesem Feuerzeug. Wir sollten die Lichter wieder anstellen können oder eine Taschenlampe finden. Was? Kann man eine... Ah. Alles klar. Ich habe keinen Knopf für die Map, glaube ich. Oh, ich habe... Gut, dass die Map so klein ist. Oh, Hundchen. Down the rabbit hole. Cute. Ja, runter ins in den Kaninchenbau. Das ist aus Alice im Wunderland. Ah, hier gibt es keine Möglichkeit durchzukommen. Oh. Seht ihr, sogar die Sounds sind so ein bisschen wie Silent Hill. Ich find's geil. Ich find's richtig geil. Ich bin gespannt, was mich hier noch abholen wird. Walter. Walterchen. Oh nein, ich kann nichts sehen. Wir sollten da lieber nicht weitergehen. Hä? Ich wollte gerade sagen, ich kann keine Pause machen. Hä? Was? Ich bin doch gar nicht. Achso. Ich geh erstmal zurück, ich geh erstmal weiter hier. Nö, nö. Hallo? Jemand hier? Ich muss mir mal einen Knopf belegen. Für die Map, glaube ich. Okay, da war ich ja schon. Dann muss ich wohl hier lang. In Sachen pushen. Arme Pusher. Na. Da kann ich nicht drüber springen. Ach komm, was ist das denn? Das ist scheiße. Das ist widerlich. Aha. Oh, was? Es könnte was in diesem Geschenkeladen geben. Ein Giftshop. Ich wollte beide sagen, im Knast, Giftshop im Krankenhaus. Da gehe ich gleich mal gucken. Oh, eine Maxwell Battery. Wahrscheinlich brauche ich die für die Taschenlampe, die ich bald bekomme. Ja! Das ist schön, ne? Game saved. Vielleicht soll ich doch auf Tastatur umschwenken, dann habe ich eine Quick Button für... Aha. Das St. Barbara Hospital wurde gegründet von Dr. Sam Müller 1988.
nachdem seine jüngere Schwester gestorben war. Oh, die Ketten bewegen sich nicht. Sag mal, dir kommt es gar nicht seltsam vor, Mädchen, ne? Dass hier alles irgendwie so verranzt ist und alles gefährlich aussieht. Oh, ich brauch wohl eine Keycard. Und es ist immer noch 3.30 Uhr. 3.33 Uhr würde mehr Sinn ergeben. Das wäre so die Verarsche der Dreifaltigkeit. Deswegen auch 666. Die Verarsche des Satans. Oh, da liegt was. Happy Sun Cola. Guck mal das Vögelchen. Ich sehe irgendwie gar nichts. Wo sind alle? Hast du was gefunden? Eine Taschenlampe. Ah, jetzt kommen wir wahrscheinlich hier raus. Geil. Du solltest wirklich nah bei mir bleiben, bitte. Du weißt, so ist es sicherer für uns beide, natürlich. Hä? Oh Gott, du hast mich ganz schön erschreckt. Batteries are consumed when you use your flashlight. Ich glaube, ich lasse das mal so, oder? Die geht ja ganz schön schnell leer, guck mal. Was geht eigentlich? Läuft die Zeit eigentlich weiter, während ich die anhabe? Boah, das ist eigentlich total egal, was ich mache. Es ist immer scheiße dunkel. Oh, da ist wieder. Battery. Eine Note. Oh, das geht echt schnell. Lost. Die Serie war kacke. Wenn du das hier findest, dann bist du genauso verloren wie ich. Ich bin hier ziellos für Tage herumgewandert. Ich schreibe diese Notiz, weil ich möchte, dass die Menschen wissen, wo ich bin. Und ich habe ganz schön Angst, dass ich hier mich verloren habe. Ich sollte vom Anfang an beginnen. Ich weiß nicht, wie ich hierher gekommen bin. Ich weiß nicht, wo ich bin. Und ich weiß nicht, wo ich hingehen soll. Ach, das ist ja sehr hilfreich. Hilft mir außerordentlich weiter. Was machst du da? Was denn da noch? Oh Gott. Hab schon gedacht, hier ist was. Mann, diese Geräusche, ne? Mal die Batterie, wie schnell die leer geht. Das ist doch alles hier kacke. Wo bin ich denn jetzt? Wo bin ich denn? Da im Klo bin ich. Männertoilette, da sollte ich vielleicht aufpassen. Was? Da bewegt sich was in der Mülltüte. Oh! Ein Schmetterling. Ich hab einen Schmetterling. Was? Wer hat denn Batterien in das Urinal gepackt? Ich natürlich. Mach ich immer. Oh Gott. Oh! Das war ein Geist oder sowas. Ich bin irgendwie froh, dass das Hundchen dabei ist, wisst ihr das? Ja, ist natürlich verschlossen. Wie lang ist der Part? Was ist da eben runtergefallen? Ich hab gerade nur kurz runtergeguckt. Okay, Leute, ich gehe mal speichern. Das ist mir hier zu gruselig. Alter Schwede, ist das gruselig. Ja. Speichern. Gut, Leute. Fall saved. Ich danke euch sehr fürs Zusehen vom ersten Part von Claire. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Auf jeden Fall, es wirkt schon ein bisschen wie Silent Hill und ich find's geil. Danke für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Nicht vergessen, neues Projekt. Daumen hoch. Danke. Tschüss.